Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den Oni. Ja, und ich spiele mit den Perks Ultimative Waffe, Geißelhaken Schmerzensecho, Korrupte Intervention und Pop Goes the Weasel. Außerdem habe ich zwei Addons dabei, und zwar habe ich die beiden Speed Addons mit, die dafür sorgen, dass ich schneller laufen kann, wenn ich in meinem Power-Modus bin. Und so einfach nur ein super Speed-Dämon werde. Mal schauen, wie gut uns das hier helfen wird. Die hing da fest. Oh. Ich kenne das auch. Manchmal läuft es einfach nicht. Aber ich nehme es natürlich gerne mit. So, du kommst mit. Ich steuere trotzdem schon meinen Geißelhaken an. Es kann sein, dass der erste Gen schon ordentlich Fortschritt hat. Und den setze ich damit schon mal zurück. Hab. Okay, es ist nicht der Gen. Ich schaue mir den dort hinten auch nochmal an. Sie hat leider halt nicht genug Blut jetzt fallen lassen, dass ich einen neuen Power-Modus bekomme. Dafür war die Jagd zu schnell. Okay, ich schaue nach dort hinten. Niemand hier. Okay. Die heilen sich wahrscheinlich direkt. Yep. Hallo Felix, einmal. Perfekt. So. Okay. Hallo. Wunderbar. So, haben wir schon mal die nervigsten Paletten aus dem Spiel raus. Okay, hallo. Konntest du gerade ganz gut Distanz machen? Hab ich dich? Seelenruhe anscheinend, der hat nicht geschrien. Erste Gen durch. Du kommst hier an den Haken. Hap. Dann aktiviere ich meinen Power-Modus. Ja, der hat Seelenruhe. Deshalb wird er durch ultimative Waffe nicht aufgedeckt. Okay, hoffen wir mal, dass die anderen schreien. Okay. Hab ich dich? Er wurde auch noch einen abbekommen. Du kommst mit. So, hab. Okay, ich glaube, die anderen waren dort. Da kann ich jetzt zumindest Pop draufhauen. Oh. Was passiert ihr denn da? Ach Mensch. So. Ich glaube, die hat sich jetzt schon zum zweiten Mal in ihre Tastatur gebissen. Okay. Und ich folge ihr. Oder ihr. Vielleicht ihr stattdessen. Oh! Ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung. Dachte mir einfach, ich versuche ihr den Weg abzuschneiden und dann war sie da. Und starb. So, du kommst jetzt hier an den Geißelhaken. Felix hat gerettet. So, ich versuche wieder die Heilung. Ach, perfekt. Die heilen sich gar nicht erst. Michaela. Das ist halt echt Pech, dass ich sie gehört habe, ne? So, du kommst her, Hap. Die hat sich nur versucht zu verstecken, aber mit Kopfhörern hört man sie halt trotzdem sehr gut. So, ultimative Waffe. Perfekt, danke für die Info. So, hallo Yui. Ach, schade. So, das ist raus. Hab ich dich? Okay.
Du kommst mit, die anderen sind ja jetzt auch mittlerweile schon alle gerettet und geheilt. Warte mal, dort ist der Keller. Ich weiß auch gerade nicht, hing die schon zweimal? Einmal auf jeden Fall am Anfang und dann hatte ich die schon mal. Nee, okay, die hing erst einmal. Ah, da lohnt sich's kaum gegenzutreten. Okay, ich schau mal nach hier unten. Hier schon. Naja. Hier auch nicht wirklich, aber. Irgendwo muss man ja gegentreten. Keine Ahnung, wo die anderen alle sind. So. Da sehe ich niemanden. Die haben halt auch wieder alle so schnell gerettet. Und geheilt, ne? Hm. Gefühlt sind alle Gens ein bisschen angearbeitet. Okay, haben wir hier hinten ein bisschen Blut? So. Power-Modus. Ultimative Waffe und dann gehen wir wieder jagen. Okay, dort hinten ist jemand. Oh, schade. So, hallo, Lisa. Ja, schade. Nee. Die war zumindest gerade noch hier. Okay, dann düse ich mal schnell die Gens ab. Dort hinten ist Felix. Schade. So. Mein Power-Modus wird gleich enden. Immerhin habe ich noch eine Palette rausgenommen. So. Ausgewogene Landung? Nein. Jetzt wärst du weiter weggekommen. Der hat auch ein Medikit. Nee, der ist wieder zurück. Ah. Der ist wieder hier unten weg. Hallo, Felix. Okay, sehr schön. Okay. Ich dachte mir, der versucht den gleichen Weg wahrscheinlich wieder zu laufen. Du kommst mit. Ich muss aufpassen, dass ich die Rune nicht wieder aus der Hand irgendwie gebe. Hep. So. Jemand hatte wieder geschrien. Der Kollege ist auch in zweiter Hakenphase. Wo seid ihr? Nicht hier. Dort unten. Und dort hinten. Oh, schade. Okay. Hab ich dich? Du kommst mit. Na? Nee, okay. Komm her. Dort hinten an den Haken. Hier hat sich Michaela wieder versteckt. Zumindest versucht sie's. Okay, hat sie. Ich glaube, der hier war weiter. So, eins, zwei. So, Michaela, bist du noch hier? Wurde auch mal angefasst. Der geht jetzt auch wieder zurück. Ich glaube, ich hatte jeden Überlebenden jetzt auch schon mittlerweile zweimal am Haken. Okay. Ich
Ich hole mir ein bisschen Blut wieder, mal hier, mal dort. Ja, ich dachte mir, dass die Mikaela noch irgendwo... wahrscheinlich nah ist. So, Mikaela. Okay. Hab ich dich. Du kommst mit. Und sie haben sich wieder alle voll geheilt. Die sind schon ganz schön speedy mit ihren Heilungen. Hep. So. Hier packe ich Pop drauf. Power-Modus rein. Ultimative Waffe und dann schreien wieder Yui und Lisa. Perfekt. Eine dort, eine da. Das ist raus. So. Dort hinten weg. Verdammt. Ich habe sie verloren. Oh, bei diesem verdammten Krankenhaus, ne? Okay. Egal, passiert. Wen haben wir hier? Okay. Das ist Yui mit dem Sprintboost. Einmal. So. Guter Antäuscher. Da bin ich drauf reingefallen. Hallo. Da ist sie drauf reingefallen. Komm mit. Okay, die Überlebenden, die haben es wirklich gerade schwer. Hep. Felix hat halt echt den Vorteil, dass er Seelenruhe spielt. Und ich ihn nicht finden kann, wenn er... also, dass er nicht schreit, wenn mit ultimative Waffe. Wenn ich das Perk nutze. Okay, ich schau mal nach hier unten. Dort hinten, okay. So, sie hat wieder gut Distanz. Die rennt immer sehr schnell und sehr früh los. Das macht sie richtig. Okay. Vielleicht kriege ich in der Jagd sogar noch meinen Power-Modus zusammen. So. Oh, Felix. Die Sache ist halt, die Lisa, die wird nicht schreien. Der Felix, der wird nicht schreien, wenn ich ultimative Waffe aktiviere, aber die Lisa schon. Heißt, ich gehe lieber auf ihn. Okay. Ja, das war... er hat ein zu großes Reaktionsfenster. Hier unten habt ihr euch also alle immer wieder geheilt. Schade. Okay, gut gemacht. Hallo? Okay, der macht das gut, der zwingt mich Paletten zu zerfressen. Und hat eine gute Distanz gemacht. Kann sein, dass der einen Sprintboost wieder aufbewahrt hat? Keine Ahnung. Ich hebe mir halt jetzt lieber meinen Power-Modus auf, wenn ich dann die Lisa wieder suchen muss. Und dadurch, dass ich keine Dauer-Addons habe, gilt der auch nicht super lang. Komm mit. So, mal schauen. Vielleicht hat sie ja Glück und findet die Falltür.
Vielleicht hat sie auch Pech und ich finde sie. Hep. Du bist raus. So. Okay, ich aktiviere meinen Power-Modus. Und düse los. Okay, die versteckt sich wahrscheinlich in einem Schrank. Okay, zu. So, und jetzt nach dort unten. Oh, ich bin so schnell. Hier hätte sie ja schon geschrien. Hier hätte sie ja auch schon geschrien. Heißt, sie versteckt sich vielleicht wirklich in einem... Ah nee, ultimative Waffe ist ja auch noch auf Cooldown. Das ist ja auch mittlerweile schon wieder rum. Da habe ich mich gerade veräppeln lassen vom Perk. Vielleicht hätte ich hier dann nochmal genauer gucken sollen? Nein? So. Okay, jetzt zumindest für 30 Sekunden wieder. Sie ist. Ich sehe durch ein Tor raus? Ja, dort hinten durch. Sehr gut gemacht. Ich habe mich wirklich veräppeln lassen vom Perk, aber ist ja eigentlich auch egal. Eine kann gar nicht kommen, die Geschichte erzählen. War eine krasse Runde. Also, ich finde es gar nicht so leicht, wenn du halt. Also, ich bin es halt oft gewohnt, dass ich mit mindestens einem Power-Modus-Addon spiele, das den Power-Modus verlängert. Wenn man dann plötzlich den Standarddauer hat, dann ist es doch manchmal sehr kurz. Aber es hat trotzdem gereicht. Ich fand den Doppelspeed, ja, das eine macht mich 8% schneller, das andere 13% schneller. Also ich bin dann insgesamt 21% schneller in meinem Dämonenmodus. Also das ist schon extrem. Aber es ist auch erstmal etwas, womit man klarkommen muss. Was nicht direkt so einfach ist. Gerade vielleicht auf diesen Gängen, ne, wenn die Überlebenden mich gut dort veräppeln konnten, habe ich die dann auch nicht immer wieder gefunden. Weshalb nicht jeder Power-Modus irgendwie gesessen hat. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war das eine super Runde. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.